Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Sunshine. Was steht denn da unten? Könnt ihr es lesen? Nein, ihr könnt es nicht lesen. Ich habe einfach mal alles auf Französisch gestellt, weil ich es kann und cool bin und so. Und naja, manch einer würde nicht sagen, dass ich cool bin. Das ist tragisch. Und von daher schauen wir mal, was wir heute so bewerkstelligen können. Ein Part von Mario Sunshine, den ihr gerade unwatchelt. Anwandschild. Und genau. So, wir gehen nochmal in den Parco Fortuna. Oder wie heißt der hier? Ich glaube, im Französischen haben sie andere Namen, oder? Parco. Park Pinna. Oh Gott, scheiße, das war gar nicht mal so schlau. Wo ist denn Yoshi Karussell da? Weil die roten Münzen, die haben. Oder haben wir die schon geholt? Weiß es nicht. Muss ich mal nachschauen, ob wir die schon geholt haben. Aber ich glaube eigentlich nicht, weil... Jetzt überlege ich gerade, haben wir die schon? Hä? Ja, ja, Yoshi Karussell. Weil das... Ich hatte das eigentlich so ein bisschen geplant, so nicht wirklich. Und jetzt muss ich halt mal überlegen, was... Hä? Ich finde Ananas, dieser Arsch. Komm schon. Und ich habe mir auch irgendwann mal überlegt, wenn wir dann die 100 gelben Münzen machen, kriege ich eine Ananas her, Mann. Gib mir die Ananas. Wenn wir die 100 Münzen machen, dass ich dann mir vielleicht irgendjemanden dazu hole, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Hatten wir eigentlich den blauen Schmetterling da mit Yoshi eingefressen? Ich glaube schon. Wo kriege ich eine Ananas her, Mann? Der hängt hier bestimmt irgendwo an einem Baum, ne? Ananas! Oder da, liegt die da unter dem Baum? Das kann auch sein. Ananas, wo bist du? Nee, das ist eine Kokonass. Was? Kokonass? Genau. Eine Kokonass. Kennt man! Wo kriegst du? Ich glaube da hinten, ne? Sieht ganz nach... einem M aus. Von dem wusste ich gar nichts mehr. Energie. Souvergard an Kurs. Memory. Hammer, Hammer, Ham. So. Ich brauche eine Ananas. Hat hier irgendjemand eine Ananas zufälligerweise? Klare Sache, mir fällt es wieder ein. Ganz klare Sache, wieso bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Da muss doch irgendwas in meinem Gehirn nicht stimmen. Hier oben nämlich. Yeah. Unter dem Dach des Todes. Genau da. Hier, Yoshi, hast du eine Ananas und wie fühlst du dich? Du fühlst dich ganz analysiert. Nee, das habe ich nicht gesagt. Aber ich will jetzt nochmal den blauen Schmetterling da hinten überprüfen. Weil er muss ja auch irgendeinen tiefgründigen Hintergrund haben, ne? Das war... ist nichts passiert, okay. Dann hatten wir den wohl schon. Als... Ah, nee, Die brauchen ja einen pinken Yoshi! Pink, wir sind... Anstrengend. Wir sind anstrengend! Genau. So. Nee, der ist nicht pink, irgendwie. Wird schon passen. Dann war er wohl orange. Das wird... Ja, das war der Orange. Okay. Ah, doch, wir hatten das schon, oder? Haben wir es geschafft? Alles klar. Just the party. Machen wir Party Hard. Ich glaube, den hatten wir schon. Doch, den hatten wir. Aber ich hole es trotzdem nochmal. Ah, doch, jetzt fällt mir wieder ein. Okay, alles klar. Raus aus dem Surtilasone, Hammer. Aber dann weiß ich nicht, wo hier. Oder? Doch, dann weiß ich Bescheid. Weiß ich Bescheid, natürlich, ganz klare Sache. Momentchen. Und zwar, dann ist es wohl die Kanone am Beach.
Gott, ich hoffe, der Grabber ist nicht abgestürzt, weil das Bild ist schwarz. Hm. La Grande des... das sieht mir ganz nach einer Kanone aus. Canona la plage. Le secret du canona la panatapa. Plage. Ja. Wie ihr merkt, ich bin ein sehr französisch sprechender Franzose. Und... Yoshi. Hat er irgendeinen tiefgründigen Hintergrund? Ich denke schon, da brauche ich jetzt eine... Pi-Pi-Pana-Japana. Wo kriege ich denn so eine her? Hm. Hat hier irgendjemand eine Pi-Pana-Japana gesehen? Nein. Ich denke nicht. Schade. Ihr seid ein bisschen unkompatibel, ihr Ärsche. Wieso gibt ihr mir keine Pipana Patapatala? Lina? Wieso nicht? Ist hier hinten vielleicht eine versteckt? Hier hinten vielleicht eine Pipana Patapatala? Bin ja versteckt. Wir müssen bestimmt zum Hotel. Oh, das ist ein unsichtbarer Wand. Wie unerwartet. Ah! Ist ein bisschen tiefgründig berührend. Ja. Oh Mann, schon 7 Minuten rum für nichts! Alter Mann! Das ist Wollen! Unser Großmann! Gib mir deine Monty! Yeah! Ich glaube, die Mission wird ultra gut zum gelbe Münzen sammeln. Was? Achso, ich dachte, das wäre ein Bug. Naja. Er hat die Bombe doch noch geworfen. Ich dachte, die bleibt jetzt einfach aus seinem Kopf hängen. Das sah nämlich so aus, irgendwie. Ja, du wirst sterben. Du auch nicht. Hey, komm wieder raus aus... Ah. Genau, mach die Tür auf. Hallo. Gib eine Bombe. Wir sind auch... War das der letzte Part? Ich glaube, im letzten Part sind wir zu... Lido Serena, Sirena gegangen. Dem wunderschönen... Hotel! In dem es so vor Geistern wimmelt. So. Ja, ich glaube, nein, wir hatten es noch nicht gemacht. Das ist eine ganz klare Sache. Ramase, 8 Pisas, Rojan, Avant, Lafine, Beutemps, im Party. Bonne Chance. Dankeschön. Obwohl, jetzt wo ich sehe. So, ich das sehe, sieht mir das doch eigentlich doch schon ein bisschen ziemlich gelöst aus, aber was anderes kann es eigentlich nicht mehr sein. Weil bei anderem Zeug bin ich mir wirklich viel sicherer als bei dem Ding hier. Ah, scheiße. Ich glaube, rote Münzen-Missionen werden ohne Dreck weg ultra noch schlimmer, als sie so schon sind. Ich glaube, da hinten ist nichts, oder? Nee. Hey! Ich glaube, es geht los. Vielleicht hier in der Kiste. Hm. Kistchen! Zeig mir dein Geheimnis! Oh, ein Pilz. Oh Mann! Oh komm schon! Die Zeit läuft ab, Alter! Oh, nee! Ich sterbe, weil die. Ist super. Okay. Jetzt bin ich voll dabei. Ich habe mich eingespielt. Jetzt geht das los hier. Glaubst du nicht? Ich denke ziemlich scheiße. Nein. Oh, ich war im Boden drin. Ihr habt's gesehen. Mein Kopf war noch draußen. Ich hätte mich eigentlich in der Materie festkrallen können. Ich hätte drin gesteckt und wäre tot, aber... Ich wäre nicht runtergefallen und dann erst gestorben. Nein. Das muss man jetzt aber auch mal sagen, das ist ganz... scheiße. Das ist ganz schlecht gelöst. Ganz schlecht gelöst. Dommage. Das klingt irgendwie ungarisch oder russisch, aber nicht französisch. Wird bestimmt auch total anders pronounced, aber... Eigentlich bockt's ja auch keinen, ne?
ob ich das jetzt Dommage ausspreche oder Dommage. Eins kann ich auf jeden Fall sagen, das ist kein Deutsch. Ich glaube, die hatte ich vorhin vergessen, ne? Ja. Nein, 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 nein. Das ist lustig, das macht voll Spaß, Alter. Krass, wie viel Spaß es macht, ne? Ja. Richtig krass, Mann. Gott, wo ist die letzte rote Münze da hinten? Ich sehe sie! Ich sehe sie, Mann! Boden kommt wieder! Oh, danke, Boden. Du bist der beste Boden, den ich kenne. Nein, nein, nein! Nimm die Münze, nimm die Münze! Oh Gott! Ich glaube, die Zeit, die läuft weiter, ne? Die läuft weiter, die läuft weiter, die... Nein! Ich bin wieder am Boden drin. Hallo, liebe Freunde. Hallo, liebe Freunde! Oh, eins, du, Moment. Ich will mal sehen, ob der mir... Klaust du mir bitte meine Münze? Okay, dann halt nicht. Weil ich glaube, die klauen mir irgendwie meine Mütze. Ich weiß aber nicht, wie das geht. Weil irgendwie... Vermutlich nicht hier in dem Level, ne? Vermutlich nur in einem... Overwelt-Level, nenne ich es jetzt mal. Das ist ja so ein kleiner Bonus-Part aus einem... unglaublich wunderbaren Level, aber... Na. Gib mir die Insignie. Dankeschön. Und die hatten wir doch noch nicht. Das heißt, wir haben Lido Sirena jetzt... Parco Fortuna ist auch soweit abgeschlossen. Sovagarde et continua. Das mache ich doch mal. Wir haben schon mehr als die Hälfte. Yeah! Wir haben generell schon viel mehr als die Hälfte. Da kommen ja die ganzen blauen Münzen noch dazu. Ne? Immer 10 eine Scheine. Wie viele haben wir denn? Keine Ahnung. Aber das wird schon passen. Moment, Moment, gleich schauen wir nochmal in die Statistik rein. Also, Park Pina komplett. Plage Sirena. Okay, ich glaube, wir machen jetzt eine Plage Sirena. Fighter. Wir machen Fighter, Alter. Wisst ihr, wen wir für Smash unbedingt brauchen? Wir brauchen Dreck weg Mario. Ich weiß, Mario hat ja schon einen Move mit dem Dreck weg, aber wir brauchen einen Charakter, der komplett Mario mit dem... Nee, das wäre unglaublich scheiße. Ja, genau, wir brauchen den Dreck weg als Charakter, oder? Wir brauchen Professor Igitt, Mann! Leute, warum Professor Igitt? Das ist doch voll die geile Idee. Sein ganzes Zeug. Le Secreto Casino. Ich hätte es vielleicht doch auf Deutsch spielen sollen. Das heißt so viel wie Geheimnis im Casino, Bitches. Was ist denn hier? Was kommt? Du hast noch, ich hab Vanilleshake, Erdbeer mit Erdbeergeschmack. So, du mein lieber Freund. Mario, wir haben ein Problem in unserem Casino. Die Geister sind eingefallen und wollen alle umbringen. Oh nein. Da ist natürlich Mario sofort unterwegs, ne? Ist ein ganz fixer an dieser Angelegenheit. Und hallo, mein Freund. Seematrose. Oh, Mario. Ich wollte hier nur... Ich bin der Türsteher, du kommst nicht rein. Wir haben uns durchgeschlichen. Mann, das ist echt unglücklich, dass ich das nicht auf Deutsch spiele. Spielen die denn da? Du siehst mir auch noch nicht volljährig aus. Stürm! Was, die geben mir... Moment. Ach, ist ja auch egal. Hier gab es aber auch einen Glitch irgendwie. Wie war der da nochmal? Konnte sich irgendwie... da oben hin glitschen, ne? Moment. Nein, mit einem. Okay, nicht geschafft. Aber man konnte sich irgendwie da hochglitschen, das weiß ich. Ah, ich glaube, das war hier, ne? Ja, von hier aus konnte man sich da ganz nach oben glitschen und dann
dadurch cheaten, ne? Aber ich weiß nicht, wie das geht, von daher sollte ich es auch nicht ausprobieren. Also, was wir jetzt hier machen müssen, ist natürlich, genau, wir müssen... was müssen wir eigentlich? Wir müssen hier das... den einarmigen Banditen drehen und dann... können wir was gewinnen. Können wir nochmal spielen, es hat so Spaß gemacht. Oh, Geld! Hier kann man auch ganz viel Geld farmen, ne? Ich glaube, da kommt nur Geld raus. Ist so meine Vermutung. Es würde aber unfassbar lange dauern. Ich brauche eine 7. Ach, da ist jetzt ein Bubu rausgekommen, ne? Ja. Was ist das für ein krankes Hotel? Ich meine, ich habe hier Geister in ihren Bingo-Automaten. Das ist kein Bingo-Automat. Das ist ein einarmiger Bandit, wie schon gesagt. Oh Mann! Gib mir das 7, du Arschloch! Gib mir einmal die scheiß 7! Oh, 7. Yay! Deal! Cool. Was hat das jetzt zu bedeuten? So, ihr gebt mir jetzt bitte. Ey, da war schon eine 7. Nein, das war schon richtig. Nein. Ja, sehr schön. So funktioniert ein anabiger Bandit, wie wir wissen. Und jetzt kommt das krasse Memory-Level. Auf Memory. Was müssen wir da machen? Ist das ein Memory überhaupt? Ich glaube, wir müssen daraus ein... eine Scheine. Das ist natürlich spaßig. So, Oh, dreh dich richtig, Mann! Ah, danke schön. Bist sehr kompatibel heute. Ja, das sah doch gut aus gerade. Oh Mann! Es ist auch so. Es ist so Präzisionssteuerung, Mann. Gott, jetzt habe ich die Karte da oben wieder umgedreht. Das macht solchen Spaß gerade. Boy. Bin gerade im Land des Spaßes. Voller Spaßigkeit und Spaß. Oh nee. Habe ich wieder alles kaputt gemacht, ne? Das sieht ganz gar nicht mal so schlecht aus. Hä? Bin ich nur noch in der Mitte da. Oh Scheiße! Oh Mann! Muss ich die da drüben wieder alle richten? Das ist. Der Controller, der hat auch so einen blöden Stick, ne? Das ist ein bisschen nervig. Okay, okay, okay. Los geht's, los geht's, los geht's. Ah! Treff, 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 treff. Alter, Mann, dreh dich richtig, du scheiß Karte da unten. Ach, dankeschön. Alles ist perfekt, alles ist perfekt. Nein, jetzt ist nicht mehr alles perfekt. Oh Gott, Mann! Ja? Ja? Scheiße, wie sind die Karten jetzt wieder anders, Mann? Oh, ich raste hier aus, Alter! Ah!
Ah. Ja. Was? Wieso? Das ist physikalisch. Ach, das passt schon. Ah. Ja. Aha. Ah. Ah. Brauch ein Fadenkreuz. Wieso hat Mario Sunshine kein Fadenkreuz? Der fickte Scheiße, Mann. Ha. Oh. Ja! Okay. Ich hoffe, die sind noch nicht zurück. Meine Familie, meine ich. Gott. Gott. Oh Gott, ich dachte, das wäre ein Boss hier. Oh Gott! Hey! Ah! Werde sterben, habe ich das. Ah! Tod! Sag mir nicht, ich bin noch jetzt nicht Game Over, oder? Party Termini! Damit bis zum nächsten Party, Spasten, Kinder. Tschüss.